Und da sind wir beim nächsten Spiel. Einmal WW-Pile und einmal Checkpile. Ja, hallo. Da sind wir mal gespannt. Ja, bei mir ist der Steffen, der auch zufällig... Das WW-Pile spielt und gerade ein bisschen schockiert ist, wie dünn seine Arme auf der Kamera sind. Nicht nur auf der Kamera, mein Freund. Oh, das Inquisition zeigt auf jeden Fall eine Menge schönen Stuff. Da überlege ich auch gar nicht lange. Nee, ich habe das auch gar nicht nach vorne gespielt. Ja, da habe ich auch mega lange überlegt. Ja gut, das war das erste Spiel am Tag. Ja, und vor allem das erste Mal mit Inquisition tatsächlich. Ja. Auf der anderen Seite Kevin mit Checkpile. Kevin ist eigentlich dafür bekannt, eher einen grünlastigeres Four-Color Snow zu spielen. Aktuell. Oder halt Maverick. Er hat ja auch das Deck-Tag schon gemacht. Und dementsprechend war das für ihn das erste Mal, dass er mit diesem Deck spielen musste. Und ja, die Starts hier ganz ziemlich offen. Die Hand von Kevin macht noch nicht viel. Ja, das ist richtig. Obwohl mich natürlich schon so, okay, Force ist halt immer ätzend. Man muss ja halt damit rechnen, dass irgendwas Cooles gecountert wird. Ja, und wenn jetzt so ein Young Pyromancer kommt und der gekontert wird, ja, ist dann ist das nicht so schlimm, aber in so einem Kontrollmatchup, wenn du da irgendwas Großes legen willst, dann ist das super ärgerlich. Du willst ihn halt vorher loswerden. Ja, ja, zum Beispiel durch einen Young Pyromancer oder kommt Swords of Plowshares. Ja gut, sind aber mehr Leben. Oh, die kann das Max haben. Ja, ich glaube, das fällt gleich noch irgendwann auf. Ja. Also es wird auf jeden Fall, wenn nicht, relevant. Ja. Der Vierkicker, da hinten, der ganz weiß ist auch. Da war ein Finger. Und du kriegst zwei. Ja. Hier werden jetzt die Würfel sortiert. So, ansonsten haben wir nur ein Land Go von dem Checkpile. Man hätte hier eine Baleful Strix spielen können, denke ich. Hätte ich auch gemacht, aber ich habe auch keine Ahnung von dem Deck tatsächlich. Das höre ich ganz oft, wenn ich mit Leuten hier kommentiere. Keine Ahnung, was ich hier tue, aber... Nee, aber es hat eigentlich keinen Nachteil. Da kommt noch ein Young Pyromancer. Ja, den halt. Der dürft jetzt wahrscheinlich, muss der geforst werden, gehe ich von aus. Oder man hat natürlich das zweite Swords to Plowshares. Gut, ich meine, zwei Swords, zwei Pyros, das ist fair. Ja, aber er hat halt noch Snappies. Ja, er hat halt alles. Es ist halt klassisch. Da kommen die Brainstorms. Wenn man beim Zuschauen salty wird, er hat halt alles. Ja, es ist halt, es war vielleicht nicht der erfolgreichste Abend für das Deck, möchte man mal sagen. Ja, es geht. Hat schon Schlimmeres gesehen. Ja, auf jeden Fall. Kamera auf dich zu bewegen, das verwirrt mich. Da kommt die Inquisition. Jetzt sehen wir mal die Hand von mir. Ein Forkbolt oder ein... Oder ein, ja, ein Forkbolt. Ja. Weil Bedlam ist zu teuer. Bedlam kostet 1, 2... Und zu 6 viel. Mana? 6 Mana? Ja. Ist doch voll okay. Nicht da hinten in die Ecke. Da habe ich selber nochmal nachgerechnet, glaube ich. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ist halt 8 minus 2 ist schon ein bisschen schwieriger. Das kann ich nicht verstehen. Ja, Mathe, ich weiß schon, warum ich keinen Kontroll und so einen Kampf spiele. Ja. Oder Burn, wo man so viel rechnen muss. Ist jetzt die Frage, spielt man erst die Eule oder das Ponder, was ich auf der Hand sehe? Ja, aber er hat doch zwei Eulen. Also ich meine, ich bin jetzt nicht der Experte, was solche Decks angeht. Das ist voll okay, du sollst ja nur deine Expertise dazu. Aber ich würde auf jeden Fall mal Strix spielen. Dann habe ich eine Kreatur liegen, die muss ich entweder removen oder sie haut mich jede Runde für eins, er zieht eine Karte. Ja, vor allem removen kannst du sie eigentlich nicht. Ich habe jetzt gesehen, er hat ein Fetchland oben, das heißt, er könnte ein Fetchland ziehen, fetchen, Baleful Strix spielen. Ja. Weil irgendwann muss halt das Checkpile in die Offensive gehen. Ja. Das Deck hat halt nicht so viel Offensive. Poke für 1, Poke für 2, Poke für 3. Mehr kann das Deck nicht. Ja. Ich meine, klar, für da WW-Pile ja jetzt nicht so ein bekannteres Deck ist, weil es eigentlich nur bei uns das Deck gibt und das in Eigenkreation ist. Aus meine dem Modern Madu Pyromancer. Ja. Meine große Furcht sind halt hier die Planeswalker. Wenn da halt der Krieg anfängt dann und ich nicht die Antworten dafür habe, wird das ganz, ganz bitter für mich. Deswegen habe ich hier automatisch schon Zeitdruck. Weil ich muss irgendwas aufs Board kriegen, dass ich ihn unter Druck setzen kann und vielleicht dann die Planeswalker auch mal ohne einen passenden Spell handeln kann, was schwierig wird. Also als WW-Pile-Spieler in dem Moment. Ja, als WW-Pile, genau. Genau. Als Checkpile gehst du einfach nur hin und versuchst möglichst... dich auszugrinden, danach einen Oko, Jace oder in dem Fall auch Nicole Bolas oder sowas zu spielen und damit einfach das Spiel zu closen. Langsam. Kevin's Hand gar nicht schlecht, wenn ich das richtig gesehen habe. Snappy, Force und Baleful Strix. Ja, das heißt, eine Strix lag eben oben. Nee, Quatsch. Er kann ja bei Ponder nicht zurückgehen. Hat er nicht vorhin zwei gehabt? Er hat zwei. Er müsste auch zwei auf der Hand haben.
Dann habe ich es nicht richtig gesehen. Ja, da ist die zweite ganz hinten. Ja, jetzt sehe ich es auch. Ich hätte zwei Karten gesehen. Kommt durch, das wird nicht geforst. Da werden einfach zwei Karten gemillt. Ja, nur Länder gezogen. Dann machen. So. Jetzt sieht man eine Karte. Jetzt muss man langsam echt mal anfangen. Okay, ein Fetch, immerhin. Für drei jetzt ein Oko. Oh, bitte nicht. Also für die Leute wird es halt jetzt interessant. Wir nehmen das an dem Sonntag vor dem offiziellen Betting Announcement auf. Es kann sein, dass wenn dieses Video online kommt, Oko schon gebannt ist. Ich glaube nicht, dass sie Oko bannt. Ich auch nicht. Aber wir werden es sehen. Also wenn wir Glück haben, machen sie ein Emergency Banning von Breach. Ja. Weil Breach halt furchtbar ist. Hast du Breach? Aber Oko, ich glaube nicht, dass Oko das Problem ist, dass das irgendwie das Meta bricht. Das ist halt im Moment sehr einfach durch die Astrolabe sehr vielfarbige Decks zu spielen. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an die Deathrite Shaman Zeiten, nur dass das schlimmer noch war, gefühlt. Weil der Deathrite mehr macht. Aber ansonsten, ja, Oko ist halt ein Value Planeswalker. Oh, Hym. Hym ist gut. Oh ja, Hym war gut. Da war das Angrass Rampage. Ja, Hym war gut. Das ist halt naja, auf jeden Fall, wenn wir Unrecht haben und Oko bis dahin gebannt ist, schreibt mir das mal in die Kommentare, weil ich werde bis dahin nämlich vergessen haben, dass ich das hier erwähnt habe. Dementsprechend wäre das ganz nett. Ich werde ihn freudig daran erinnern, weil ich dann Party feiere. Ja. Also ich habe theoretisch kein Problem mit Oko, aber ich mag halt nicht, dass alle so irgendwie Oko spielen. Also wenn ich sehe, dass ein Show and Tell mittlerweile für Oko zum Teil splasht. Ja, das hatten wir mittlerweile mehrfach in der Kombination. In der Kombination, auch in der Diskussion, dass man früher viel mehr Decks hatte, die was Bestimmtes hatten. Zum Beispiel Lands oder Miracles oder Kriegscontroller. Das waren ganz eigene Decks. Heute hat Lands Oko oder ähnliche Karten, Veil of Summer und sonst was. Und die anderen Decks halt genauso. Da wurde gerade der Bedlam geforced. Ja. Das ist natürlich sehr bitter. Den hätte ich jetzt gerne gehabt. Ja, aber das Force kannst du ja. Du musst ja irgendwann mal anfangen, das rauszuziehen. Was soll ich auch sonst machen? Da wird jetzt noch überlegt, was man pitcht. Das ist halt jetzt so ein bisschen das klassische Problem, oder was man heute oft gefühlt in Matches hat, ein Top-Deck-War. Wer jetzt die besseren. Ich meine, er hat noch viel Hand, klar, das ist nochmal was anderes, aber ich bin schon im Top-Deck-Modus. Ja, plus das kann ja das Jackpile bzw. auch das Four-Color Miracles sehr gut. Ja. Einfach nur hingehen und ich spiele eine Karte, ziehe eine Karte, spiele eine Karte, ziehe eine Karte, spiele eine Karte, go. Und dann Teferi und Bounce, ziehe eine Karte, die Karte wieder aus und ziehe noch eine Karte. Das sieht nach einer ultra krassen Hand mittlerweile aus. Snapcaster, Swords to Plowshares, Mana für die Bevestrix wäre ganz cool. Plus halt eben noch die... Was ist ganz hinten rechts? Das ist ein Drown in the Loch. Das ist ziemlich alles in deinem Deck, in dem WW-Pile, Entschuldigung, in dem WW-Pile Counter hat, was da aktuell rumfliegen kann. So. Das sieht aus wie eine, Lilly, die wird gecountert werden. Ja. Drown in the Loch. Klatsch. Sehr, sehr sad. So. Da habe ich nach vorne gespult, weil... Ich sehe es, weil Kevin wirklich ein bisschen schnell... Ja, war es wirklich das Interesse, wirklich, was tut er, was macht er und das ist... Da habe ich einen Teferi gesehen, ne? Ja, aber ich verstehe nicht, warum er jetzt einen Teferi nach vorne legen möchte. Ich weiß auch nicht, was er damit... Tut er aber auch nicht. Ich glaube, Land, Balefour Strix, draw den Teferi, spiel das Land, go. Würde ich jetzt tatsächlich als eine sehr gute Line sehen. Und er nimmt zumindest das Land... Spielt das Land, jetzt müsste die Balefour Strix eigentlich kommen, weil er hat eh keinen Counterplay auf der Hand. Ja, es macht halt keinen Sinn, die auf der Hand zu halten, aber er tut's. Ja. Weil ich meine, ja gut, er weiß vielleicht nicht, dass ich nur einen Forkbolt habe, weil ich kann sonst nicht beide das gleichzeitig... Ein Forkbolt. Ja, dass das WW-Pile nur einen Forkbolt aktuell spielt. Ja. Den ich auch nicht missen will manchmal. Mal gucken, was kann der jetzt für eins? Looting? Discard. Looting, okay. Ja. Zieht man zwei Karten, wirft man zwei Karten ab. Ein Bolt und das hintere ist eine schwarze Karte. Für einen Schwarz wahrscheinlich eine... das könnte das Cling to Dust sein. Ja, oder ein Thoughtseize könnte auch sein. Die Lily ist gut. Ja. Da kann er auch nicht viel gegen machen, weil er das Mana nicht offen hat. Für Flashback den Abrupt hat er noch nicht gezogen. Das ist schon ganz gut. Ja, aber er musste die Fähre jetzt wegmischen, aber er kann theoretisch, das bringt ihm nichts. Das Einzige, was er machen könnte, wäre, er kann Snappy spielen. Ich glaube, er hat noch einen Brainstorm im Friedhof. Kann Brainstorm, um einen Force of Will zu finden. Ja. Oder ein Abrupt Decay. Ja.
einfach nur als direkte Antwort zu haben. Ja, ja, ich weiß aber nicht, ob man, wenn man halt nichts findet, wenn man zum Beispiel nur ein Abrupt Decay spielt, rotiert man jetzt eine Menge durch sein Deck durch, ohne dass man was macht und die Lily killt einfach den Snappy. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Das ist richtig, ja. Auf der anderen Seite, wenn das für WW-Pile natürlich, wenn die resolven würde, ist natürlich auch die Frage, plust man die in dem Moment? Oder wenn sie schon resolved, geht man dann in den Minus und holt sich den Badlam, weil man eben genau weiß, dass der Gegner die Lily schon nicht gekontert hat? Das Problem ist, wenn, also ich würde glaube ich nicht den Badlam jetzt wiederholen, weil dann stirbt die Lily definitiv und ich will die gerne halten. Weil ich sehe, ich habe mehr Targets, die man theoretisch essen könnte. Da ist ein Vorsuch. Ich befürchte schon das nächste. Ja, der Vorsuch. Natürlich ist der Vorsuch. Das pitcht auch die Belfast Tricks. Dann haben wir endlich die Belfast Tricks raus. Ich war schon dort. Zwei Karten hat er zurückgelegt. Die Frage ist, ich glaube, er fragt sich gerade, welche Reihenfolge. Das Fetchland muss oben sein. Das andere war ein rot-blaues Volcanic. Aber es ist schon interessant, wie lang das Spiel geht. Also, ja. Hier nochmal 3 Damage. Man findet aber auch keinen wirklichen Planeswalker und nichts. Ja. Von der Seite des Checkpiles. Da muss das Fetchland kommen. Das muss auch gefetcht werden. Die Karte darf nicht gezogen werden, weil das ein weiteres Land ist, was nichts tut. Hier könnte ein Flashback Faithless. Ja. Es ist zwar immer nicht so cool mit nur einer Handkarte, aber nee. Was will man machen? Man muss halt jetzt versuchen, irgendwas zu finden. Ja, genau, das sehe ich halt ähnlich. Und leider hat man in den Farben nicht so viele Filterspells, wie wenn man natürlich blau mitspielen würde. Nee, Filter nicht. Man hätte natürlich, ich weiß gar nicht, ob man sowas spielt, wie hier für 3 Mana zieh 3 Karten, verliere 3 Leben. Painful Truth. Painful Truth, ob man sowas spielen kann. An dem Deck ist ja noch viel, was man bearbeiten kann und machen kann. Ja, das ist halt... Genau. Das ist halt der Vorteil an einem Homebrew. Im Vergleich zum Jackpot. Da sind halt viele Überlegungen schon im Raum gewesen und hin und her. Und ja, man muss halt so sagen, ich glaube, das Deck ist so ein bisschen ein Herzprojekt von uns beiden irgendwo. Ja. Aber im Moment steht es halt auf keinem guten. Nee, aktuell ist das Deck zwar ein Herzprojekt, aber nicht mehr. Aber es schlägt halt aktuell nicht. Nee, mal gucken, was jetzt hierbei rumkommt. Ihr wurde auf jeden Fall M-Turn gefetcht. Es wurde auch die Snow-Covered Insel genommen, was wichtig ist. Weil man eben gerade in diesem Top-Deck anfangen kann, die Astrolabs zu ziehen. Mhm. Was eben dann wichtig ist, dass man die spielen kann. Und deswegen war das schon ganz gut, dass hier ein Snow-Mana gefetcht wurde. Geht hier nochmal ein Faithless? Nee, für 3. Die Lily. Ist eine Lily oder ein Land? Ja, da wird aber gerade auch hart überlegt, weil die Lily macht halt nicht viel. Also sie kann ihn eine Kreatur sacken, wow, das ist dann entweder eine 1-1er oder eine 2-1er. Tatsächlich wäre ich im Überlegen, ob sie plus. Ja, wäre auch mal Überlegung, sie würde überleben. Gehen. Und sie würde vom Checkpile die letzte Handkarte wegnehmen. Genau, das wäre auch so, wenn ich das jetzt von hier betrachte, mein Play wahrscheinlich. Ja, aber von oben sieht man immer ein bisschen mehr. Ja, ich weiß auch nicht, was ich tue. Faithless Flashback. Ja, gut. Und da hat man jetzt oftmals das Problem, dass wenn man jetzt 2 Karten zieht, die man nicht wegwerfen will, man eben dann ein Problem kriegt. Da ist sie auf jeden Fall ein Mountain und ein Fetchland. Du brauchst den Kopf nicht so zu drehen, du wirst es nicht mehr sehen, wenn du den Kopf drehst. Das machen alle. Ja, ich frage mich gerade, was es ist. Ob es ein Pyro ist? Auf jeden Fall war es ein Mountain und ein anderes Land. Ja, diese haben wir auch weggelegt. Ja. Problem ist, jetzt machen wir mit dem einen Mana wahrscheinlich nichts mehr. Ja. Ja. Oh, Länder kann er ziehen, der Checkpad-Spieler. Aber er hat noch nicht genug Mana, beziehungsweise noch nicht die richtigen Farben, um einen Nicol Bolas zu spielen. Spielt das dritte Schwarz. Er spielt kein Nicol Bolas. Doch klar, das Deck spielt Nicol Bolas. Ich spiele Nicol Bolas in diesem Deck, das ist ja mein Deck. Ja, aber ist... Ach so, ist Checkpile mittlerweile der andere Name für Five-Color-Control. Da war es damals schon, das ist Five-Color-Checkpile. Weil eben auch dieses Deck, wie das Original-Checkpile von Thomas Ma entwickelt wurde, wird mittlerweile von ganz vielen Versionen weiterentwickelt und von ganz vielen Menschen weitergespielt. Ich glaube, von ihm selber nicht mehr. Mhm. Und da gibt es ganz, ganz viele Leute im deutschen Bereich, zum Beispiel Niklas Holtmann, der das Deck sehr hart spielt und sehr weit nach vorne treibt. Ähnlich der Florian, der, mir fällt der Name nicht ein, von Bottrop. Ich weiß es nicht. Mir fällt der Name. Namen sind bei mir Schall und Rauch. Ich bin froh, dass ich weiß, wie du heißt. Ja. Nee, auf jeden Fall, die beiden spielen ich schon verschiedene Versionen, ja.
Call Me Blackie oder Johnny Blackie. Johnny Combo-Spieler oder wie war das? Oh, da jetzt ist ein Minus. Ah, dann frisst das Swords, dann wird das Land discarded. Wenn das jetzt geplust wird. Ja, das ist echt die Frage, was man hier macht. Das ist schon nicht so einfach, denke ich. Aber ich denke, dass das Plus ist schon besser. Dann wird sich auch entschieden, dann fällt das Land, dann wird der Pyro geswordet. Ja. Der auch wieder, alle Pyros, alle drei, die geswordet wurden, sind alle im Friedhof. Sehr gut. Solange sie nicht irgendwie wiedergeholt werden mit irgendwelchen Spells, ist das alles noch okay. Ja. Das ist abrupt. Das war natürlich ein guter Top-Deck, ja. Da wäre ich gerne noch am Überlegen gewesen, ob ich das nicht gehalten hätte und gewartet hätte, bis ein Plus-Effekt käme. Mhm. Weil ich gehe davon aus, der wäre gekommen, man hätte jetzt was gespielt und Plus gemacht. Ja. Das ist natürlich eine gute Überlegung. Für 2 Mana noch ein Pyro? 3 Mana? 3 Mana, 4 Mana, Chandra. Chandra? Chandra, ja, okay. Gut, hier muss man jetzt Plus machen, sonst stirbt sie. Ja, ist korrekt. Und man exilt eine Karte und schießt wahrscheinlich 2 Damage, es sei denn, es ist ein Bolt, den würde ich wahrscheinlich droppen. Alles andere würde 2 Damage einfach schießen. Schon richtig, bei 1 Mana bleibt auch nicht so viel. Ups. Da ist was runtergefallen. Da werden nochmal die Live-Totals gecheckt. Also die überlegende Handbewegung. Ja. Ja, plus. Plus, das sind 2 Damage, die kann man noch nicht mal spielen, weil man darf ja nur casten mit der Schande. Genau. Und nicht plane, das ist schon ein bisschen schade. Ja, obwohl ich das Mana jetzt auch nicht gewollt hätte, glaube ich. Ja. In Position des WW-Spielers. Oha, hier geht's aggro. Das heißt, da wird wahrscheinlich ein bisschen jetzt gleich gekämpft werden. Okay, einfach nur ein Go. Interessant. Weiß auch nicht, was in der Handkarte ist. Ich auch nicht, aber da könnte man theoretisch überlegen, ob man mit der Chandra nicht Minus macht, den Snappy erschießt und trotzdem noch eine Marke drauf hat. Oder wird der tiefer gedicht. Ich glaube, der WW-Spieler sucht in dem Fall jetzt Antworten. Ja. Um irgendwie das Ganze zu erhöhen. Vielleicht ist noch im Friedhof eins? Ich glaube nicht. Ah, eins auf der Hand, das bringt halt genau gar nichts. Das bringt gar nichts, außer mehr Sachen in den Friedhof werfen, wo jetzt auch gerade drüber nachgedacht wird, was ich in Retrospektive nicht ganz verstehe. Obwohl, man könnte jetzt, ja, oder ein anderes Faceless Looting, wenn noch eins im Friedhof ist, Flashbacken. Ja, aber hier ist einfach nur Mill 2. Ja, in der Hoffnung, irgendwas zu finden. Kulagans und ich glaube ein Discard-Spell. Land? Okay. Ich glaube, es ist ein Land. Ja, da oben in der Ecke ist noch ein bisschen Glare. Das tut mir auch ein bisschen leid bei den Aufnahmen, aber ich finde, es ist schon wesentlich besser geworden als die ersten paar. Ja, und zur Verteidigung, wir haben viel rumprobiert, bis wir überhaupt. Ja, das ist also cool. das war so das beste Option, kann man sagen. So, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wahrscheinlich 3 ins Gesicht gehen und nächste Runde dann wahrscheinlich 2-1 gehen. Da ist ein Uro auf der Hand und ein Brainstorm. Da würde ich tatsächlich erst den Brainstorm spielen, den Land oben drauf legen. Den Uro spielen und das Land von der Top reinlegen. Das ist natürlich sehr, sehr clever, ja. Da hat man ich wollte nämlich gerade schon fragen, warum. Astrolab ist auch ganz gut. Ich sehe Astrolab, ich sehe Uro, ich sehe Teferi. Ja. Oh, das geht natürlich auch. Astrolab, Teferi, Bounce, Astrolab, Play Astrolab, weil man ja eben mit Astrolab, was anscheinend wenige Leute wissen, wenn man mit Astrolab Mana wäscht, wieder Snow Mana hat. Weil Astrolab ist eine verschneite Permanente. Und Snow Mana wird von jeder verschneiten Permanente kreiert, die Mana kreiert. So, hier kommt aber dann der Uro. Für 10 Karte. Kriegt 3 Leben. Darf ein Land aus der Hand ins Spiel bringen. Das ist auch sehr interessant, dass so neuere Karten auch weiterhin so harten Einfluss auf das Spiel selber nehmen. Ja, das ist richtig. Tatsächlich. Also wenn man mal so an früher denkt, wo zu den Zeiten, wo ich angefangen habe zum Beispiel, da kamen neue Sets und es war für Legacy halt fast nichts Interessantes dabei. Mittlerweile hat man halt wirklich viele neue Karten, die aktiv gespielt werden. Ich bin halt ganz akribisch auf das Scrubland am Gucken auf der Hand, weil das kann der Checkpoint-Spieler nicht fetchen mit den Fetchern, die er gemacht hat. Das ist richtig. Aber da verliert man halt ganz gerne den Überblick und ich calle ganz gerne Leute dabei raus. Das ist ganz witzig.
Das ist richtig. Aber ich glaube, er muss auf das gehen. Dann muss er aber den Sumpf anders nehmen. Einfach aus dem Mund heraus. Er kann es fetchen mit dem Polluted. Aber nicht mit dem Misty. Genau. Es macht keinen Unterschied, weil er den Sumpf auch einen Uzi für hätte haben können. Und das wäre auch vollkommen okay gewesen. Aber so wie er jetzt gefetcht hat, einmal den Boo-Finger auf den Kevin. Aha. Kacknoob, sowas macht man. Das kriegt das nächste Mal direkt von mir gedrückt. Ja. Sonst hätte der WW-Pallspiel natürlich direkt hier einen Vorteil. Instant gewonnen. Ja, instant automatisch gewonnen. Eher nicht. Hier ist dann, ja, bei dem Board State ist sehr schwierig. Wobei die Chandra, wenn die durchkommt, was machen kann, aber ja. Ja. Plus, weil die Diskussion kommt auch gleich, man kann mit dem Teferi keinen Planeswalker bouncen. Das habe ich eigentlich, genau darum geht's. Das habe ich nämlich auch gedacht. Aber man kann damit keinen Planeswalker bouncen. Das wäre ja noch schöner. Und ist ja voll gut. Ich hätte Baywood Strix mit hier außen zeigt, hätte man bouncen können, aber dann können die nächste Runde nicht angreifen. Das ist halt. Das ist richtig. Ja, wieder, ja, zwei, wieder Damage. Zwei Damage. Und das nähert sich jetzt schmachvoll dem Ende, schätze ich. Was habe ich noch auf der Hand, was ich casten möchte? Weiß ich nicht. Heißt das Looting? Bolt. Bolt, den Snappy. Okay, weil hier muss jetzt die Barefoot Strix die Chandra angreifen, sonst geht da ein Emblem runter. Und dann könnte man mit Faceless Looting Flashback irgendeinem Spell, den man spielen kann, das Spiel noch gewinnen. Mhm. Wenn hier jetzt ein Fehler passiert auf der Seite von... Das war auch der Plan, tatsächlich. Ja, wenn hier ein Fehler passiert auf der Seite von Checkpoint. Man hätte natürlich jetzt mit dem Bolt, nee, hätte man nicht warten können wegen dem Teferi. Ist witzig, das ist jetzt... Tatsächlich. Ich war gerade am überlegen, ob man hätte warten können, aber die hätte sie nicht. Also es ist tatsächlich so, dass ich mich noch sehr gut daran erinnere, dass ich da saß und gebetet habe, dass er jetzt bitte Face geht. Ja. Weil genau das war der Plan halt. Ja, dann kam der Uro und da spannt meine Hoffnung schon akribisch hart. Naja, es geht. Also der Uro macht halt drei Leben, das sind trotzdem drei Spells, die sind machbar. Ja, aber theoretisch schlägt er mich auch sonst nächste Runde einfach tot. Ja, davon gehe ich aus, dass er das so oder so tut. Ja. Gerade mit dem Teferi. Er könnte jetzt noch angreifen mit der Baleful Strix und für eins könnte die bouncen. Ja, das könnte er alles noch machen. Das ist halt, glaube ich, das Faszinierende an dem Deck für viele Leute, dass man so viele Optionen hat. Ja. Man kann halt viel benutzen, aber es ist halt viel On-Board-Gespielerei und da ist der Angriff, der wäre wichtig. Ja, das. Ja, hier kommt der Bounce auf die Strix, wie schon vorher gesagt. Da. Hat er vergessen, eine Karte zu ziehen? Ne, er hat gerade. Ja, er hat eine Karte zu wenig gezogen. Genau, von Teferi, der Bounce lässt sich auch eine Karte ziehen. Genau, er hat eine Karte zu wenig gezogen. Aber ich sehe schon Oko auf der Hand. Ich glaube, den will man hier casten, in der Hoffnung noch was zu haben. Und wenn es nur für einen Blocker ist, da kommt aber auch schon, ja, guck mal, haha, ich habe Drawn in the Loch. Counterspell, Drawn in the Loch ist eine gute Karte. Das ist eine unfassbar gute Karte. Also auch die aus dem neuen Set mittlerweile. Ja. Also hat mich auch überrascht, wie stark die ist. Also auch mit ich spiele ja sonst eigentlich auch, habe ich lange Zeit Shontale gespielt oder spiele hauptsächlich eigentlich Shontale. Auch da, es ist erschreckend durch die vielen Cantrips, die man spielt, was man also im Friedhof kriegt und wie hart einen das dann trifft. Ja, interessanterweise, viele haben halt, bevor Drawn in the Loch gespielt wurde, Tyrant Scorn gespielt, der ebenfalls Kreaturen zerstört oder eben Kreaturen bounced. Ja. Und genau in diesen einen Slot ist jetzt halt das Drown in Loch gefallen, weil es eben auch eine Kreatur zerstört, nicht bounced, was gegen Machtlage sehr relevant ist, aber Machtlage ist halt aktuell keine Karte. Ist nie eine Karte, weil es immer ein Token ist. Aber ja, hier gibt es eine Menge Sideboard. Das finde ich übrigens auch ganz, ganz witzig, was hier bei Checkpile passiert ist. Und zwar... Wenige Leute machen das, aber gerade für Competitive Plays ist das sehr interessant. Einfach das gesamte Sideboard ins Deck mischen und dann nur Karten rausnehmen, die man überhaupt nicht haben möchte. So ja, das kann man auch teilweise den Move machen, den Sideboard reinschieben, mischen, das Sideboard 15 Karten wieder rausschieben, ohne dem Gegner zu zeigen, hey, ich habe nicht geboardet. Ich habe nichts zum Boarden. Mm. Ja, das hast du mir schon mal erzählt, ich habe es noch nie gemacht. Das machen ganz wenige. Tatsächlich, on Kamera wird man das mich auch nicht machen sehen. Einfach aus dem Grund heraus, dass ich sehr oft gerade on Kamera offen boarde. Weil das ist ein FNM, das wissen ja viele, nehme ich nicht ganz so ernst. Aber auch auf größeren Turnieren und so weiter habe ich das schon gemacht. Und dann ist das auch schon mehrfach vorgekommen, dass es interessant war.
Ja, das ist was, was mir manchmal das FNM kaputt macht, dass ich es nicht ernst genug nehme. Dass ich halt sage, okay, ich halt jetzt, wäre ich jetzt in Bottrop oder Dömen. Weil für mich ist, Entschuldigung. Für mich ist FNM schon Training für große Events oder für überhaupt Events. Aber es ist noch kein richtiges Training. Es ist immer noch Casual-Training. Ja, genau. Es gibt halt dann so Momente, wo ich eine Hand habe und mir denke so, okay, ich weiß, was mein Gegner spielt, weil das weiß man am FNM meistens, man kennt sich ja. Das ist gegen den Gegner okayisch, aber schon risikoreich. Aber es ist ein FNM, ich halte die halt mal. Ich probiere es. Ich will wissen, ob das Deck das kann. Und das ist halt eigentlich falsch. Ja, das gehört eigentlich an den Montag. Genau. Wo wir montags ja auch nochmal spielen. Übrigens hier nochmal danke an den Laden, wo wir aufgenommen haben, das FNM, wo wir auch FNM spielen dürfen. Danke an Fischkrieg und an Ralf von Fischkrieg, dass wir das machen durften und dass wir das weiterhin machen dürfen. Und wenn ihr mal Bock habt und in der Nähe seid, könnt ihr natürlich gerne für FNM vorbeikommen. Ja, es ist eine super Community, ist ein sehr angenehmer Laden, gute Atmosphäre, macht schon Spaß. Wir haben halt Freddy. Ja, okay. Nur das haben wir halt Domme. Ja, aber den kann ich ja dann im Griff halten. Ja. Sonst haben wir eine sehr nette Community. Ja, ich überlege gerade, wann ich mir endlich ein Leben abziehe für den Fetch. Wahrscheinlich nie. Da wurde auf jeden Fall Faceless Looting gespielt, Lingering Souls gepitcht. Das ist immer ganz gut, das freut einen. Das ist eine okaye Karte zum Pitchen. Ja. Allerdings tut die zweite anscheinend... Und der Bro, ja, der tut wahrscheinlich schon die zweite schon tat schon wieder weh. Ja, dann kommt auch ein Fetch. Aha. Jetzt haben sie beide Leben verloren. Yeah. Immerhin. Aber ansonsten, so ein Start ist eigentlich nicht schlecht mit Faithless Looting. Ja, das ist echt okay. Also die Alternative ist halt... Fetch. Von einem Checkpoint-Spieler ist es ein Stranger Fetch. Ja, es kann halt kein Cantrip spielen. Ja, aber das heißt, er will ein Discard spielen, aber dann nimmt man eher einen Uzi. Es sei denn, man hat noch irgendwie einen Uzi auf der Hand. Ja, und Inquisition. Das ist ein Kroxer, Red Elemental Blast, große Lily, Cling to Dust. Auch Cling to Dust eine neue Karte. Kroxer eine neue Karte. Und Cling to Dust, falls ihr sie nicht kennt und ihr lest sie und ihr denkt, boah, was für eine komische Karte. Die ist super. Ja. Ich habe die hardcore unterschätzt. Ich habe die auf Max gespielt. Redest du da als, aus Erfahrung so, was soll die Karte denn? Oh, ich habe mir auch gedacht, das ist für ein Quatsch. Ey, gegen Burn ist das der Wahnsinn gewesen. Ich habe mich kaputt gelacht. Die Gurt hat mir in dem Spiel, glaube ich, 12 Leben gemacht. Das gegen Burn natürlich ganz gut. Ja, kann man mal machen. Ja, da geht der Red. Oh, drei Brainstorms habe ich gerade gesehen. Aber auch da verstehe ich dann nicht, warum man da nicht auf den Us geht. Ja, ist richtig. Das verstehe ich nicht. Mit dem Uzi hätte man den Green Brainstorms spielen können, man hätte das Fetchland nächste Runde gehabt, um ein bisschen was wegzufetchen, hätte dann auf ein Basic fetchen können, hätte die Astrolab spielen, das wäre ein super Play runter gewesen, wenn man anders gefetcht hätte. Mhm. Denke ich. Ist richtig. Zweites Badlands. Das heißt, ich brauche aktuell anscheinend kein, also der WW-Pile braucht aktuell anscheinend kein weißes Mana. Nee, gut, das hat ja eh nicht so viel drin, tatsächlich. Nee. Gewollt, ist ja auch gut so. Ja, es ist ja ein rot-schwarzes Deck mit minimalem Weiß. Und wenn ich so überlege, man konnte eben sehen, was, glaube ich, geboardet wurde, auch wenn es ein bisschen schnell war, da ist nicht viel Weiß reingekommen, nämlich gar nichts. Nee. Da ist ein Kroxer. Kroxer wurde schon eine Karte schon mal genommen, nimmt man einen Brainstorm. Das freut einen natürlich als WW-Pal-Spieler. Da denkt man sich, gut, wir haben schon mal was Nettes gehittet, das ist schon mal okay. Ist halt der Punkt, wo man sich denkt, so, okay, der Gegner hat noch drei. Ja, das weiß man ja da noch nicht. Da kommt der nächste Fetch, damit man überhaupt brainstormen kann. Das ist. Boah, also dieser das Start. Triggert dich ein bisschen. Triggert dich hart. Ja, das liegt aber auch dran, weil in meinen Augen Brainstorm eine der schwierigsten Karten ist, die wir in Magic haben. Ja. Und ich glaube auch, wenn ich alle meine Brainstorms zusammenzähle, habe ich vielleicht 20% richtig gemacht. Mhm. Maximal. Das fällt mir heutzutage manchmal noch schwer. Auch hier, warum nimmt man nicht das. Okay, man nimmt das Schwarze, um eine Karte zu ziehen. Okay, erst. Damit hat man den Kroxer weg. Das war ganz okay. Nicht devastating. Aber nee, das war so, ja, ist ganz nett. Ja, also, das stört auf jeden Fall den WW-Pal-Spieler, ist aber jetzt kein Insta-Lose. Ja gut, es hat auch einen Lingering genommen. Das ist halt schon ein bisschen schmerzhafter als der Kroxer, weil den werde ich in nächster Zeit, also wird der WW-Pal-Spieler in nächster Zeit sowieso nicht casten. Na, zwei Runden. Die Karten dafür waren im Friedhof. Ja, das ist richtig. Plus, wenn jetzt Fetch of Lily kommt, plus... Discard, Cling to Dust.
sieht eigentlich stabil aus. Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Situation aktuell ist ziemlich okay. Also ja, da kann man, bin ich sehr zufrieden mit. Was holen wir uns jetzt? Theoretisch kann man hier einfach, ja, ja, wir holen mal vorsichtshalber ein Plateau. Wer weiß, wann mein Mann weißes Mana braucht. Ja, und vor allem, man weiß ja, dass im Checkpile keine Wastelands, ja, auf einem lauern. Hin halt und wieder mal lauern mittlerweile Blood Moons in dem Deck, tatsächlich, interessanterweise. Weil man eben mit Astrolab und seinen drei Basics, weil man ist jetzt mittlerweile hoch auf drei Basics statt zwei, okay, mit drei Astrolabs, kann man halt den Blood Moon halt auch ganz gut dem Gegner in die Nase rein. Was ist das? Ein Teferi, eine Baleful Strix, eine Menge guter Stuff. Da geht wahrscheinlich... Astrolab. Ja, da muss der Teferi gehen, denke ich. Really? Ja. Krass. Und das war das Kling to Dust, richtig? Ja, ja, sieht so aus. Ja. Nee, das Kling to Dust ist noch auf der Hand. Ah, okay. Was habe ich denn da? Fazit? Inquisition? Inquisition, das ist eine Inquisition. Ja. Astrolab Draw, leider kein Land gezogen. Man macht jetzt hier das blaue Mana raus, brainstormt weiter. Nein? Doch. Nö, man hat Go gesagt. Kann ich mit leben. Weil das. Aha, da okay, kommt jetzt okay, noch okay, im Upkeep. Genau, genau. Nee, nicht im Upkeep, wahrscheinlich. Nach End of Turn. Und ja. Ich habe nur die Länder nicht zurückgetappt, ja, ja, das kann sein. Weil das möchte man nicht im Gegnerzug spielen, aus dem Grund heraus. Wenn man jetzt ein Fetchland gefunden hat oder generell ein Land gefunden hat, möchte man natürlich seinen Landdrop noch machen. Das ist ein Veil of Summer, habe ich jetzt gesehen, das ist nicht schlecht. Ja. Da geht ein Drowned-Loch und... Es ist halt schon Gas, wenn man so bei Jackpile auf die Hand guckt und eigentlich einfach nur gute Karten sieht. Ja, das Deck ist ja voll mit ja, Karten. Es hat halt ganz wenig schlechte Karten. Auf der anderen Seite hat es halt eine Menge Filler-Karten dafür. Mhm. Da kommt jetzt ein Kling to Dusk. Kling to Dust, Entschuldigung. Ja. Nimmt den Brainstorm raus, weil Snappy Target. Genau. Und man kann eine Karte ziehen. Ja, noch kurz drüber diskutiert. Ja, was man nimmt, aber das ist, glaube ich, schon okay. Für ein rotes, wahrscheinlich Faithless. Ja. Ah, tippt man zwei, wirft zwei ab. Das Problem ist, man sucht natürlich jetzt hier nach einer Karte, die gut ist. Das Problem ist, dann kann man halt nicht discarden mit Lee. Ich denke auch nicht, weil man hat jetzt aktuell drei Handkarten. Retrospektive wäre es vielleicht clever gewesen, einfach das Faithless Looting zu discarden mit der Lily. Und dann nächste Runde ist eventuell zu flashbacken. Ja, denke auch. Das, denke ich, war hier ein Spielfehler. Denke auch. Weil jetzt definitiv, wenn man Looting gespielt hat... Das Einzige, was jetzt noch cool wäre, wäre jetzt in diesem Inquisition. Inquisition wäre jetzt natürlich richtig cool, in deinem Lily Plus. Ja, das wäre... Oh, das tut nee, weh. Ich sehe gerade den Fetch into... Brainstorm. Veil of Summer. Oh ja, noch besser. Ja, also der Fetch in Veil of Summer... Da oben ist schon das Land, das man braucht. Ja, das ist da richtig. Da hat man einen Draw, den man in den Lili-Plus hauen kann. Das ist schon sehr devastating. Das war aber generell, das, auch das wieder eine neue Karte. Das ist tatsächlich krass, wie viele neue Karten auch mittlerweile gerade in diesen sehr vielfarbigen Decks drin sind. Für Decks wie jetzt zum Beispiel Death and Taxes oder so ist sehr wenig gekommen. Für Burn gar nichts. Das Deck ist eher gestorben, dank Oko. Und ansonsten, so gerade die vielen, vielen farbigen Decks, das ist ein, ja, wollte ich kurz sagen. Toxic Deluge. Das hat mich erschreckt, als ich das gekauft habe, wie teuer das geworden ist. Wie viel kostet es mittlerweile? Also ich habe es gekauft für 22 Euro. What? Ja, ja, genau diese Reaktion hatte ich auch. Alter. Er hatte auch schon überlegt, ob man nicht Dead of Winter stattdessen spielen kann. In der Version, in der ich es aktuell spiele, nicht. Man kann natürlich hingehen und kann noch die Baleful Strix durch die Schlange Eisfangkotel, ja, austauschen. Und dann kann man das auf jeden Fall spielen. Es gibt auch Versionen, die das tun. Ich glaube auch, dass das eine underplayte Karte ist tatsächlich. Also ich glaube auch nicht, dass die schlecht ist. Ich habe sogar überlegt, ob man das nicht im WW-Pile unterbringen könnte, wenn man da die Basics zum Beispiel schon mal durch Snow ersetzt. Aber das Problem ist, du kommst mit den Fetches nicht hin. Ja, denke auch nicht effizient genug. Nee, denke auch nicht. Dann müsste man das Deck sehr weit umbauen, dass man sagt, okay, man geht vielleicht von den Fetches weg und spielt dafür stattdessen dann mehr Snow Basics und auch Astrolaben. Aber da hat man keinen Platz für. Das ist jetzt auch zu weitführend. Ja.
So, hier ist eine Fetch of the Brains. Nein, Fetch of gar nichts. Kein Fetch, kein Handgran. Land, großartig. Gut. Los. Ja. Ja, das Wort ist nicht so relevant. Ja, das ist richtig, das ist aktuell relativ uninteressant. Das könnte jetzt ein Cling to Dust sein? Ja, wahrscheinlich Karte ziehen. Und man da auch warten könnte? Aus dem Grund heraus, dass es eh eine Instant ist. Ja, geht alles außer das Faceless Looting weg, das ist absolut okay. Und ich glaube, man muss sogar warten, aus dem Grund heraus, dass eben Checkpal mit Discard arbeitet. Das ist ein gutes Argument, ja, das ist richtig. Ich denke tatsächlich, dass man hier mit dem Cling to Dust End of Turn vom Gegner was machen möchte oder auf den Snappy. Da scheint ich der Brainstorm, das Wort. Ich würde wahrscheinlich sogar das Veil of Summer nehmen. Ja, das wäre wahrscheinlich am interessantesten, weil Brainstorm, er hat noch einen drin, das ist relativ uninteressant. Das Schwert macht gerade gar nichts. Genau. Und wenn er einen Snappy hat, dann könnte Snappy into Veil of Summer sehr viel störender sein. Ja. Ja, denke auch. Ja. Ja. Und da wird sich richtig entschieden. Sehr gut. Kann man auch mal machen. Nur zum falschen Zeitpunkt. Also, ich wünschte, ich würde die Draws besser zeigen, damit man sieht, was da liegt. Das ist auf jeden Fall ein Jace, der da gleich liegt. Oh, da wird die Lili mal gehauen. Ja, da kommt ein Jace. Das ist pretty strong. Ja. Wie fast alle Planeswalker, die aktuell gespielt werden eigentlich. Na gut, es ist halt selten, dass man einen Planeswalker spielt, der nicht gut ist. Feldziel. Das macht dann die Spaß. Das sieht nach Land aus, so schnell wie das oben drauf gegangen ist. Warum ist das Cling to Dust im Exile? Weil dumm. Ah, okay. Ich hoffe, das wird gleich noch geändert, weil Cling to Dust ist geht deshalb nicht so gut, weil es nicht ins Exile geht. Genau, genau das. Ah, ja, jetzt wird's revidiert. Links mal schnell wieder dahin. Ja. Flashback Faithless Looting. Ja, bei zwei Handkarten ist das okay. Neues Land Looting, ich sehe zwei Länder, sehe ich sogar drei Länder. Das kann gut sein, dass da noch ein Bloodsetmeier dahinter war. Ja. Wir sehen es aber auch, glaube ich, weil wir werfen es gerade weg. Ja, es ist ein Fetchland, glaube ich. Ja, das, Lily plus. Nee, das würde ich jetzt nicht tun. Was ich da überlege, meinst du? Ja, ich würde jetzt nicht das Face of Looting spielen von der Hand. Weil man zieht zwei Karten, wirft zwei Karten ab, kann Lili nicht mehr plussen. Ich würde jetzt die Lili plussen und Go sein. Ja, es wäre klüger. Aber ich glaube, dass da die Furcht vor dem Jace-Sack plus ist. Das sind Karakas und ein Badland. Ja, zwei Länder. Und jetzt will man schon nicht mehr. Nee. Was man jetzt natürlich mit der Lili machen kann, ist minus zwei. Ich glaube, die Überlegung ist jetzt hier. Will ich den Badland behalten in der Situation und den in 2000 Jahren vielleicht casten oder nicht? Ja. Ja, wir sacken einfach mal die Baleful Strix weg, den gefährlichen 1-1er. Gute Hand. Ja. Kommt jetzt am Blut? Strix. Erstmal würde ich wahrscheinlich plus mit dem guten Chase. Das war schnell. Ja. Das ist die Frage, was es war. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, was es war. Ich habe es gesehen, glaube ich. Ich nicht. Ich glaube, das war der Pyroblast. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, war das der Pyroblast. Wobei man den hätte auch oben drauf lassen können, um dann mit dem Blue Elemental Blast den Pyroblast zu killen. Ja, wäre wieder eine tote Runde für den WW-Pal-Spieler gewesen. Ja. Astrolabe, Draw. Jetzt geht es nämlich genau um die Aktion. Warum geht das? Warum geht das nicht? Weil es eben ein Snow Permanent ist. Was ich sehr witzig fand,
ihr oder an den Kevin. Der hat das selber erst vor 2-3 Tagen gelernt gehabt. Redet dann so, als wäre das natürlich selbstverständlich, dass man sowas wissen muss. Ich kann das nicht wissen. Das nennt man. Du Noob. Das nennt man Pro-Spieler. Weil nur mit dieser Confidence kann man Spiele gewinnen. Ja. Kennst du die Karte etwa nicht? Nein, ich kann das nicht wissen. 3 Mana Lilly? Ja. Lilly. Da hat er natürlich dann was Gutes runtergelegen müssen, in Anführungsstrichen. Hier würde ich wahrscheinlich Plus machen, würde die Baleful killen. Ja, auf jeden Fall. Und dann würde ich wahrscheinlich sogar Plus machen und würde mit der Lilly discarden. Ja, das würde ich auch tun. Einfach nur von der Geschwindigkeit. Es macht keinen Sinn, die Karte, die ich aktuell auf der Hand habe, wir wissen alles, es ist ein Badlamp, den zu halten. Nee, ich denke auch nicht. Das passiert auch. Discard, jawohl. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das tue. Doch, das funktioniert. Dann kommt schön. Der Draw. Das Land ist aber nicht schlimm. Days regelt aktuell noch ziemlich gut. Ja. Er muss halt irgendwann eine Antwort auf die Lilies finden. Findest du 9, 11, 13? In dem Moment, wo du auf 6 mit der. Achso, du rechnest gehst. Jetzt für die Ulti. Ja, genau. Ich rechne jetzt einfach für die Ulti. Die Ulti dürfte eine Runde schneller sein. Ja. Solange eben der Top Deck. Nicht zu stark wird. Ja, halt bearbeitbar ist. Oh, er wird hart überlegt. Ja. Oder er mag einfach das Feeling von der Hülle. So. Ich mag's nicht. Deswegen. Ich kann jetzt drunter. Dann wird einfach Go gesagt. Enter, Draw. Das Problem wird halt jetzt langsam, dass man die Hand. Oh. War das ein Blast? Ich weiß es nicht, das kann sein. Das wäre potenziell eine gute Karte. Ja, es geht. Also tatsächlich. Weil er weiß ja nicht, also WWPal weiß ja in dem Moment nicht, dass da hinten noch ein Hydro Blast liegt. Auf der Hand. Aber vielleicht war es auch nur ein Looting, ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Plus oder ein Minus. Man könnte Minusen, 2 Karten millen, den wiederholen. Man sollte auch 2 Karten millen. Ja, ja, ich glaube, da ist genau 2 Karten millen. Oh, ein Lingering, das ist nicht schlecht. Draw, dann kann man mit der. Dann ist es hundertprozentig ein Looting. Glaubst du, ich würde eher davon ausgehen, dass es ein Blast ist? Ist es ein Looting? Es ist ein Looting. Nee, es ist. Man holt den Badlam wieder, damit man was hat zum Wegwerfen. Denke ich, ist da der Plan. Da kommt der Counter. Noch, ja. Einfach nur, damit das weggetan wird. Und jetzt kommt das Looting. Und jetzt hat man halt den Badlam, den man halt einfach wegwerfen kann. Ja, das akzeptiert man, glaube ich, als Checkpoint-Spieler. Jetzt kann man halt mit der anderen Lilly nicht plussen, ne? Das ist halt mein Gedankengang. Das ist sehr bitter. Mit der kann man nicht plussen. Es ist nicht möglich. Weil man damit halt seinen letzten Out wegwirft. Land, Hydro Blast. Ich kann es nicht genau sehen, tatsächlich. Dann kommt der nächste Würfel auf den Chase. Ist jetzt bei 11. Die Ulti ist ab 12. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. 2, 0, 1, 12. Ja, ja, ist richtig. Das heißt, eine Runde ist noch da. Die Karte wird runtergelegt. Okay. Ja, mal gucken, ob wir da noch rauskommen. Das war ein Blast. Den habe ich gesehen, das war ein Pyro-Blast. Das ist sehr gut. Jetzt die Frage natürlich, jetzt. Startet man mit dem Pyro? Ja. Oder mit dem Blast? Nee. Entschuldigung. Weil die Frage ist halt, wenn man den Blast halt durchkriegen will, muss man mit dem Pyro starten? Und der Checkpoint-Spieler wird den Pyromance auch eher kontern, als dass er ihn zerstören wird? Ja. Denke ich. Außer er hat ein Schwert. Ich habe seine Hand jetzt lange nicht mehr gesehen. Ich habe keine Ahnung. Das ist tatsächlich eine Karte Hydro Blast plus ein Land. Ja gut, dann. Plus 2 Länder, okay. Ja, da ist der Hydro Blast. Durchatmen auf WWPile-Seite. Ja, das ist auf jeden Fall dann schon. Was hast du denn runtergelegt? Ne, hat er noch einen gezogen.
Oh, das ist gut. Das tut halt richtig das ist, weh. Ja, das ist ziemlich gut. Jetzt kommen noch zweimal Plus Lilies. Ja. Einmal Discard. Da geht das. Land. Plus kleine Lilly. Ja. Eine Runde zu spät. Ja. Das ist John Loch. Das ist ziemlich bad. Man bräuchte hier irgendwie ein Abrupt Decay jetzt mal für die. Gucken, was da jetzt kommt für zwei. Und Bitterblossom. Das wird gedrowned-locht. Ja, muss es. Ja. Ansonsten wäre das ein easy lose. Ja, das wäre GG. An der Stelle hätte ich dann auch. Plus mit der Lilly, Discardland. Plus mit der anderen Lilly. Ja, jetzt muss er halt. Jetzt ist halt grindy. Was ist ein Uro? Ich sehe es nicht, weil der so schön hin und her wackelt. Das ist, glaube ich, ein Uro gewesen. Ja. Der könnte noch mal anstrengend werden für... Müsste nicht noch ein Klingtudas im Friedhof sein? Stimmt, ist noch ein Klingtudas im Friedhof. Auch hier wieder eine sehr gute Karte in dem Moment. Ja. Hoffen wir, dass der WW-Pad-Spieler dran denkt. Mal sehen. Er hat auf jeden Fall mit der Lilly noch die Möglichkeit, auch einfach die... Ja, macht er. Mit der Lilly auf jeden Fall auch die Möglichkeit, einfach zu ultien. Aber ich glaube, in dem Moment willst du diese Runde einfach nur plussen und nicht ultien. Du willst sie nicht verlieren, denke ich. Ja. Auf der anderen Seite halt kannst du... keinen Grund dafür, denke ich. Naja, du kannst den Gegner von einer Menge Mana abschneiden, indem du einfach hingehst und in die beiden Grünquellen das Fettstand auf die eine Seite legst, Volcanic und Insel plus die Astrolabs auf die andere. Einfach nur, um ihn von zwei oder drei Mana abzuschneiden. Mhm. Und... Ja, ich muss dazu sagen, also da ich ja jetzt da sitze und da spiele, ich habe noch nie die große Lilly, ich nenne sie immer große Lilly, weil sie die teure Lilly ist. Ja, so viele Unterschiede machen die auch nicht mehr. Ja, ist richtig, noch nie geultet. Also noch nie. Ist mir noch nie passiert in meiner ganzen Karriere. Gut, ich spiele ja auch noch nicht so lange mit Lillys. Ja, da wird sie geultet. Da wird sie tatsächlich geultet. Ja, auch hier wird es verschnellert, weil du eben, wie du gerade eben sagtest, das war das erste Mal, dass du die geultet hast. Und da wir wollten ja nicht spoilern, das ist der Grund. Ja. Und jetzt wird's halt, jetzt sieht man auch wieder, dass es ein FNM praktisch ist, weil es eine Menge Leute drumherum sitzen und natürlich jetzt auch helfen wollen und sagen wollen, ey, ich habe schon tausende Lilies geultet. Das ist doch voll easy, was du da machst. Was machst du da für einen Mist? Was tust du da? Bist du wirklich so doof oder tust du nur so? Ja, für mich war das wirklich schwer. Ja, also, ist es tatsächlich auch. Da die richtige Entscheidung zu treffen, weil man will ihm das nicht geben, man will ihm jenes nicht geben, aber wenn er das nimmt, kriegt er das und oh. Das ist ziemlich einfach in dem Moment, weil man, wenn man halt auch das Gegnerdeck kennt, also eine Lilly-Uli wird einfacher, umso besser man das Gegnerdeck kennt. Wenn man jetzt hier hingeht und eben das Tropical und das Bayou, nee, das ist ganz schlecht, was Kevin da vorschlägt. Ja. wenn man jetzt das Tropical und das Bayou nimmt und die zu den beiden Astrolabs legt, würde man dem Gegner entweder, genau das, entweder zwei Länder geben, drei Länder geben, aber nie wieder grün. Oder zwei Länder und alle Mana-Farben, aber nur zwei Länder und damit nichts, was er casten kann. Ja, genau. Also das ist halt... Da kommt auch der Extra-Zürn-Würfel, by the way, weil es echt lange auch gedauert hat. Das ist halt was man irgendwo wissen muss, dass er mit dem Fetch-Land nicht... Weil für mich war das größte Problem das Fetch. Für mich war der Gedankengang, er kommt ja eh wieder mit. Solange er das Fetch hat, kommt er in alles an. Ja, und das tut er eben nicht. Und das tut er halt nicht, weil er dafür gar keinen... Zeug mehr im Deck hat. Genau, weil er keine Grünquellen mehr drin hat. So, jetzt kann man sich eben ein bisschen Zeit lassen. Wir sind hier in den Extra-Turns, weil 50 Minuten sind halt nun mal rum. Zumindest in-game. Bei uns sind es, glaube ich, nicht ganz 50 Minuten, hoffe ich. Hier kommt Bellum. Der kommt durch, zieht 3. Da ist echt die Frage, was man da jetzt noch macht. Ja gut, aktuell nicht viel mit den Handkarten. Das ist eine Marchesa. Ja, das könnte sein. Ja, ist echt schwierig, weil ich glaube, die Lilly wurde noch nicht benutzt. Die andere. Ja. Aber ich denke, ja, das wird sehr, sehr, sehr knapp von der Zeit her. Ja, weil selbst wenn der Bedlam... Der kann für viel Damage kommen. So aber nicht für 20. Aber nicht für 20 in zwei Zügen. Eins. Du hast nur noch den Zug zwei, Nummer... Drei, vier. Stimmt, ja, er kann diese Runde ja noch nicht einen angreifen. Einen einzigen Angriff. Also in einer Runde kommt. Und der Checkball-Spieler hat keine Chance, binnen zwei Runden zu gewinnen. Keine. Das ist... wenn wir da nicht in den Times, aber sind wir halt.
Da wird mal kurz nochmal zwei gemeldet. Das hätte ich wahrscheinlich gemacht, bevor ich die Lilly gespielt hätte. Bevor ich den Bellem gespielt hätte. Ja, wäre eine Überlegung gewesen, ist richtig. Weil dann kann man damit auch noch was anfangen. Ja, oder es halt günstiger machen. Ja. Das ist richtig. Ja. Land go. Dann ist der Feder-Extra-Zug. Ja. Das ist halt nichts mehr. Ja. Ich denke, das wird ein 1-0 für Jackball. 1-0-1, genau zu sein. Aber es war ein sehr spannendes Match. Es ist auf jeden Fall sehr viel hin und her. Und ich denke, wenn man hier jetzt nicht in den Times wäre, würde das WW-Pile jetzt auch das Spiel gewinnen. Das denke und man ich würde danach in Game Nummer 3 dann eben gehen. Ich wüsste jetzt nicht, was den Jackpile-Spieler da so easy rausholen würde. Und da wird jetzt das Draw angeboten und das ist dann auch da. Also im Sinne von 1-0-1. Es war kein Matches, das war ein Lingering, glaube ich. Das kann sein. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Hallo.